Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Mit mir, den Wubex. Und ja, wir sind jetzt hier im Wald. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier schon ein Pokémon gefangen habe. Wenn nicht, egal. Aber schauen wir mal, was der Typ hier will. Nein, ich habe keinen Knilz gesehen. Oh, da kommt zum Aqua. Okay. Ja, komm, spul mal vor. Das kennt man eh schon zu Genüge. Dann fetzen wir mal das erste Mal gegen Team Aqua. Ich hoffe, ich bin jetzt überhaupt geheilt. Mein Gott, das habe ich jetzt nicht geguckt. Alter, der hat Melodik. Okay. Das muss Magneto machen. Das muss definitiv Magneto machen. Okay, es kann noch nichts Gutes. Finde ich gut. Das macht wahrscheinlich wieder mehr Damage als wie sonst was. Ja, auch einen, okay. Donnershot, bitteschön. Wäre jetzt angebracht. Und mal gucken, wie du wieder Melodik überhaupt machst damit. What? Achso, Critical Hit, okay. Alles klar. Melodik wurde besiegt. Mein Tina recht, bekommt 200 XP und Magneto 200 XP und ja. Team Aqua Rüpel besiegt. Alter, du hast echt eine Melodik gehabt. Das ist ja ziemlich geil. Okay, ja, renn nur weg. Kein Problem, danke für die Superbälle. Und jetzt geht's weiter. Warte mal, ich kann nämlich sicher noch. Ja, ich musste durch das Gras. Also ich schätze schon, dass wir hier ein Pokémon countet haben. Genau, kurzes Party. Update, nichts hat sich geändert, mein Tina noch auf Level 9. Magneto Level 11, Kasui Level 10 und Miss Reis auch Level 10. Also du bist gar kein Trainer, aber was sagst du mir? Ja, das stimmt wohl. Okay. Ah ja, genau, ich kann mich erinnern, dass ich mich geärgert habe, dass ich kein Dratini encountert habe. Stimmt. Da dämmert mir sowas. Deswegen werde ich das mal so besiegen. Ja. Gut. Das dürfte aber. Ah, 47 XP, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Geht aber besser und schauen wir mal, was du hast. Ja, Pokémon ungefähr auf Level 9 hier. Schauen wir mal, was er hat, weil das könnte schon ein bisschen böse werden. Level 2 hat er. Und Corazon auf Level 6, okay. Das dürften wir doch locker schaffen. Mit Konfusion. Ah. Dreimal, also noch zweimal. Also es verletzt sich jetzt selbst, was sehr zu wünschen wäre. Oh. Ja, dafür muss ich auch. Da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht physisch zu oft getroffen werde. Ich muss endlich auch mal nachschauen, wie das in der dritten Generation ausschaut mit physisch und speziell. Weil ich glaube, so ziemlich viele Pokémon sind physisch, also habe ich hier ein Problem wahrscheinlich. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Mein Team erreicht Level 10. Ah, Werte sind noch relativ überschaubar. Starmie. Ein Job für Magneto. Ganz klar. Wow, Starmie Level 6. So, ja, Genesung kannst du jetzt noch sparen, Kollege. Und jetzt Donnerschock. Alle. Wow. Magneto haut richtig rein. Und bekommt sicher wieder richtig viele XP. 265 XP, Level 12 für Magneto. Alter, wie wird das aufploppen da unten die ganze Zeit auf den Nerv geht? Auf jeden Fall Level 12. Und diese Spezialangriff- und Defensiv-Boosts, die gefallen mir. Die gefallen mir sehr, sehr gut. So, James wurde besiegt. Gut. Dankeschön. Was haben wir denn hier Schönes? Ne. Ich finde einfach mal am Donnerblitz. Wow, schade. Das hätte ich auch gern gefangen.
Aber wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein, ne? Konfusion bitte, mein Tina. Und zeig dem mal, was, wo so der Hammer hängt. Dann. So. Gut. 46 XP ist jetzt nicht sonderlich viel, aber. Ja, Zerschneider haben wir noch keinen. Wenn wir aber bald bekommen, schätzungsweise. Und. Gib mir die Sinelbeeren, dankeschön. Und diese anderen Bären, die ich jetzt nicht gelesen habe. Warte mal, das ist eine neue Route. Was können wir hier fangen? Tyrakrok. Tyrakrok. Will haben. Will haben. Pokémon. Wechseln. Was hält einfach. Ich nehme einfach Magneto mal raus. Ich werde das Tyrakrok so fangen, probieren. Was, das kann Raserei? Wie geil ist das denn? Aber es macht nicht viel Damage. Das ist schon mal auf jeden Fall gut. Warte mal. Boah. Also irgendwie will ich das jetzt nicht riskieren, dass es 20 KP abzieht. Das könnte ziemlich tödlich enden für den Level 4. Tyrakrok. Na komm. Ich hau die Pokebälle raus. Komm schon. Ne, natürlich nicht. Ha. Aber was ich tun kann, ist, glaube ich, Kazooie. Mit. Ich hoffe, das Tyrakrok geht es nicht drauf. Ich kann mal was probieren. Das wird das. Ich hoffe, es hat. Ich hoffe, es macht nicht doppelt so viel des Levels. Sondern wirklich nur 10 KP. Gucken wir mal. Ich hoffe. Das wäre super. Jawohl. Ja, und 20 KP wären zu viel gewesen. Sieht man das? Finde ich gut, dass ich das so entschieden habe. Und ich glaube, du kannst nur Raserei. Das ist nicht so super. Ich hätte schon, sagen wir mal, gern ein bisschen Wasserangriff gehabt, aber wer weiß. Ah, hat wieder nicht geklappt. Ah, du kannst Kratzer auch. Okay, Raserei, Kratzer. Und jetzt wäre noch eine Wasserattacke super. Dann können wir dich perfekt nutzen, nämlich. Ah, weißt du was? Ich probiere es gleich mit dem Superball. Komm schon. Bleib drinnen. Ich kann dich nicht mehr schwächen. Mal überlegen. Ich habe jetzt keine Attacke, mit der ich dich schwächen könnte. Das ist natürlich ganz blöd. Hm. Oh Gott. Gott. Das ist natürlich immer ganz blöd, ne? Hm. Ein Pokéball noch. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Ja, schade. 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 Echt schade. Naja. Hilft dir nichts? Hilft dir nichts, schade. Zink, okay. Nehme ich sofort an. Da kommt ein Tusker. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber ich glaube, ein Wasser-Pokémon hat mir echt mehr zugesagt. Als wie. Naja, schade. Hilft nichts, sollen wir jetzt wieder alle unsere Pokébälle verschmissen. Hm. Egal, erstmal hier rein. Die ganze Sache. Durchspielen, okay.
Okidoki, komm, sag du mir auch noch was. Okay. Moment, ich habe noch nicht mit der Verkäuferin geredet. Also ist keine, okay. Okay, 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 okay. Was sagst du denn, reicher Boy Winston? Mit Kadabra? Ich habe einen Mentiner. Nicht sehr anspruchsvoll. Ich nehme mal Kazooie. Muss aufpassen, dass ich Magneto nicht zu weit überlevel. Weil sonst habe ich ein Problem. Naja, ich muss schauen. Kinesis, also ist Psykraft oder so. Kann das sein? Jawohl. Und 108 XP, 108 XP hier. Und Winston ist geschlagen. Items, Potions. Okay. Okay, und den anderen. Ach. Lassen wir das. Oh, du siehst mich so weit, okay. Gut, dass ich dich geheilt habe, Martina. Weil vielleicht kannst du hier was reißen und ein bisschen aufleveln. Denn ich habe so das Gefühl, dass es bald ein bisschen schwieriger wird. Zobiris. Warte mal, das ist Geist und Licht. Das ist so ziemlich gar nicht cool. Das ist echt nicht cool. Da kann nur Magneto was machen. Na komm, Donnerschock. Mehr kannst du ja nicht machen. Jawohl, und... Gut. Zobiris wurde besiegt. Mein Team erreicht Level 11. Doppelteam, okay. Könnte nützlich werden, aber... Altes kommt hier noch so ein... Stahlkäferviech. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, dass das... Das ist, ich glaube, es ist ein Fostelka. So ist es auch. Ich probiere es mal. Protect erstmal. Erstmal Schutzschild spammen. Das haben wir sowieso alle gern. Jeder Einzelne kennt das so, die sinnvollen Schutzschild-Gespamme immer. Wow! Miss Reis trifft fünfmal. Hey, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Fortress wurde besiegt, also Fostelka und Miss Reis erreicht Level 11. Ja, das meine ich mit Harry, mit Makuhita hat nicht die größten Werte. Leider, leider. Dass wir uns besser treffen können. Alter, wie geht mir das so auf die Nerven hier? Die ganze Zeit. Und. Gut. I shouldn't have bent. Hättest du echt nicht sollen. Und hier haben wir noch ein Item. Hier ist noch ein Doppelkampf. Auch kein Problem für uns. So, was haben wir da? Okay. Naravis und ein Merrill. Ja, das spielt uns doch sehr schön in die Hand. Würde ich sagen. Einmal Grass bitte und einmal Donnershock auf Arabis. Jawohl, das ist nämlich die größere Bedrohung gewesen. Gut, dass der weg ist. 140 EP für beide. Und jetzt blasen wir erstmal Merrill weg. Hoffentlich. Ja, komm. Mach einfach den Donnershock und weg ist es. So ist es auch. Merrill wurde besiegt. 36 EP für beide. Und wir haben den nächsten Kampf hinter uns. Sehr schön. Hier haben wir noch einen Angler. Will die alte Frau auch kämpfen? Nee. Ah, der hat mir ein paar Bären gegeben, okay. Okay, da habe ich nochmal Bären und da nochmal Bären. Ich glaube, das ist das Spiel mit den meisten Bären hier. Wenn mich nicht alles täuscht. So, und wir sind jetzt in Metaros City angelangt. Rustboro heißt es hier, okay.
Auch ein interessanter Name. Naja, Metarost, Rost. Ja, egal. Wir kaufen uns jetzt mal wieder Pokebälle. Und zwar 7. Warte mal, Super Potion. Boah, das sind so teuer, hä? Puh. Dann kaufe ich mir lieber 3 Potions. Vorsichtshalber. Okay. Die Frage ist, ob wir jetzt gleich die Arena machen sollten oder nicht. Ich wäre ja schon ungefähr am Level angelangt, wo sich die ganzen Pokémon da drin befinden. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was auf mich wartet. Ist aber eh immer beim Randomizer. Okay, ich bringe vielleicht Kazooie noch ein Level höher. Wäre vielleicht keine gute, keine schlechte Idee. Und wir fangen oben mal einen roten Pokémon, würde ich sagen. Zuvor noch. Ja, wir hätten 2 Tunnel. Also ich muss das ja sowieso vor der Arena machen, oder? Muss ich? Weiß ich gar nicht. Ich glaube. Ja, gucken wir mal, was unser roten Pokémon hier ist. Okay, Silks Calf, Alter. Wie krass ist das denn? So, Trainer. Dann zeig mal, was du kannst. Okay. Du hast ein Zazenia. Das spielt mir schon wieder sehr schön rein. Bam, und solide Hälfte. Was kannst du? Okay, du machst mit 3 KP Schaden. Da lacht Kazooie aber nur. Da lacht sie nur, da lacht sie nur. Und Peck nochmal, also schnabel ihn. Satsini wurde besiegt, Kazooie erreicht Level 11 und 327 EP hat es gegeben. Wahnsinn. Also das war jetzt schon ein Boost. Was ist das denn? Das möchte ich gleich mal sehen. Ah, das trifft sich auch gut. Blutzug für Kazooie. Ist auch ein gefundenes Fressen. Schnabel alle zu Tode. Und weggepickt. Quasi. Und 127 EP hier nochmal. Und wir sind fast Level 12 mit Kazooie. So schnell geht das hier, ja. Und wenn ich jetzt nicht in einem Pokémon laufe, okay. Habe ich noch nicht. Bis oben ist auch noch ein Trainer. Hier ist noch eine Trainerin. Oder was? Ja, ein Schuhkit. Karen, okay. Und du hast Radikal. Okay, das macht ziemlich viel. Das ist, glaube ich, ein Job für... für Magneto. Ja, ich weiß, ich habe Angst, es überlevelt selbst, aber... Hey! Ich würde ja zu Miss Reis wechseln, aber ich habe Angst, dass er mit mir einen Ruckzuck hebt, mir zu viel abzieht. Ah, okay. Hätte er nicht gemacht. Aber guck mal auf den Donnerschock. Bitteschön. Ja, und selbst der Tackle macht 8 KP Damage. Ist ziemlich viel eigentlich. Das Einzige, was bei Magnetilo wirklich schlecht ist, ist die KP. Das wird uns früher oder später nochmal einholen. Auch beim nicht effektiven Schaden. Aber schauen wir mal. Kazooie erreicht Level 12. Gut. Magneto erreicht Level 13. Ja, für die erste Arena werde ich maximal bis Level 15 gehen. Nicht weiter, ich will nicht zu sehr überlevelt sein. Weil wenn ich schon alle Trainer hier gegen kämpfe, dann wird es auch auf das ungefähr hinlaufen. Also gucken wir mal, was haben wir jetzt? Kazooie ist ein bisschen angeschlagen. Und Miss Reis muss noch ein bisschen aufholen. Ich werde jetzt irgendwie meinen Trainer jetzt nicht vorne haben, wenn ich wieder in den Kampf hier reinrennen sollte. Wenn nicht, wäre das natürlich optimal erstmal. Wow, Wahnsinn.
Okay, dann betteln wir zweimal. Du hast einen Geradax, okay. Das ist für Makuhita bzw. Missreis auch eine nette Abwechslung. Wie viel Damage machst du an 9? Okay, du machst genug Missreis, keine Sorge, kein Stress. Und Missreis bekommt 219 EP und erreicht dadurch Level 12. Bekommt wieder einen halbwegs Boost. Velossum, was war das schon nochmal? War das Hytyra? Ne, Blubella, okay. Ah, Blossi oder wie das heißt. Auf, genau. Okay. Mein Tina, bitte. Ich hoffe, du tust nicht zu sehr weh, weil mein Tina einzuwechseln. Okay. Ist nie vielleicht so eine super Sache. Also schauen wir mal. Konfusion bitte. Okay, es ist. Konfusion kann ich durchbringen. Bist du Gift noch immer? Nee, bist du nicht. Okay, und du sitzt Absorber. Das ist definitiv Zeichen für mich, mein Tina jetzt auszuwechseln. Ja. Kazooie, bitteschön. Du machst das. Du machst das schon. So, und Pack. Und Pack. Und weg ist das Blubella. Missreis 105. Mein Tina 105. Und Kazooie 105. Erfahrungspunkte. Und Youngster Johnson. Okay. Okay. Na komm, ich hol. Oh, ich wollte sagen, komm, ich hol mir jetzt meinen Routen-Pokémon an. Nö. Hiker Clark, Wanderer Clark, will kämpfen mit einem Snowball. In dieser Generation freut es mich ja noch, weil das ja das Teil ja normal ist. Aber warum das Fee ist geworden in der 6. Gen, da werde ich mich wohl ewig fragen. Weil so wie man sich eine Fee vorstellt, wie Flamme B oder von mir aus noch Togekiss oder sonstige Feentypen. Snowball, nö. Für mich war Snowball vom Design her unlicht Pokémon. Aber dass es Fee geworden ist, okay. Fein. Warum nicht? Warum nicht? Dann knuddelst du halt alles nieder. Egal. Missreis erreicht Level 13. Und das ist, glaube ich, Überwurf. Das finde ich gut. Wie viel macht das? 70, ja, genau. Ah, okay. Oh, das ist gut. Es verpasst nie sein Ziel. Aber es agiert als letztes. Makuhita ist eh langsam, das passt schon. Und Überwurf gelernt. So. Ein paar RP. Dann wieder das dämliche wenig Speicher wegklicken. Wie alle 5 Minuten. Und ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, was ist unser Routen-Pokémon? Mit dem bin ich auch komplett. Finde ich gut. Überlebst du einen Tackle von Makuhita? Ja. Locker. Okay, ich sag nichts. Locker. Und das ist sicher auch eine bessere Catch Rate. Da bin ich mir so sicher. Und ich wechsle. Warte mal. Nee, ich lasse es erstmal. Geh auf meinen Pokéball. Ich hoffe, ich fange jetzt das Kanimani. Das wäre nämlich ganz geil. Na klar. Fängt das ganze Spiel schon wieder aus und ich hau jetzt meine 7 Pokébälle für umsonst aus. Bitte sag nee. Das wäre nicht in meinem Sinne.
Komm schon, bleib drin im Ball. Das kann nicht so schwer sein. Bleib bitte drinnen. Das gefällt mir schon wieder nicht. Kann ich dich nicht irgendwie paralysieren? Ich kann es nicht weiter schwächen. Komm schon, bitte. Nein! Warum? Warum musst du fliehen? Hast du echt keine Donnerwelle oder so? Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich habe echt ein ungutes Gefühl gerade wieder, dass ich alle Bälle verschwenden muss, glaube ich. Ja. Und schon wieder alle Bälle verschwendet. Dankeschön, Kadimani. Dankeschön, dass du auch dieses rote Pokémon für mich. Nichts. Es will nicht sein. Es will nicht sein. Einfach hier stehen und ein bisschen schämen. Naja. Schade. Ah, Choupé gibt's hier auch. Ja, ist ja egal. Weißt du was, ich fliehe? Jawohl, es geht. Vulpix gibt's ja auch. Ja, boah, hier gibt's geile Pokémon. Diese Route. Naja, schade. Dann werde ich wohl erstmal den Orden machen. Schätzungsweise, aber erst gehe ich natürlich erstmal heilen. Dann hole ich mit den Trainern noch ein paar XP-Schaden an ihn. Und du hast einen Smogon. Smogon meine ich. Warum nicht? Mein Diener, bitte. Ich hoffe, du hast nichts Unwichtiges als Attacke. Ne, nur Smog. Okay. Wahrscheinlich vergiftet mein Tina jetzt auch noch oder so. Natürlich. Warum denn nicht? Hahaha. Überall. Bitte One-Shot. Oh. Danke. Smogmog wurde besiegt. Gut. Missreise 166. Mein Tina 166. Und ja. Youngster Joey. Ach, witzig. Okay. 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 Donnerblitz, ne? Wer kann das eigentlich noch lernen? Ah, mein Tina kann. Vielleicht später. Ich behalte mir den mal. Aber wer weiß, ob wir nochmal die Chance drauf haben, einen Donnerblitz zu bekommen. Aber was jetzt wichtiger wäre, wäre natürlich erstmal Gegengift. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich mache die Arena jetzt einfach mal. Weil schlimmer als wie das, was jetzt hier passiert ist, kann es eh nicht werden. Zumindest mache ich jetzt mal die ersten Trainer. Ne, ich mach die Arena gleich. Genau. Und dann gucken wir im nächsten Part weiter. So, was sagst du dann? Youngster Josh. Du hast ein Sagenabis, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Oder Sanganabis.
Irgendwie so. Du kannst tackle, das ist süß, wollte ich schon sagen. Ist es aber nicht. Das ist definitiv nicht süß. Magneto, bitteschön. Magneto, du bist echt super. Du bist echt super. Donnerschock, bitte. Jawohl, und du machst alles platt mit deinem Donnerschock. Sehr schön. Zanganavis. Mein Tina recht Level 12 erstmal. Zanganavis wurde besiegt. Und er ist besiegt. Ebenfalls besiegt, so natürlich. Okay. Dann zum nächsten Trainer. Ein Doppelbattle, echt jetzt? Okay. Smaragd werden Doppelbattles echt groß geschrieben. Merkt's immer wieder. Remoraid und Wurmels? Wenn ich mich recht entsinne. Konfusion und Pack. Das wäre super. Ja, das schaut mal gut aus, was ist hier. Oh, Aquaknarre. Okay, steckst du weg. Und Zugabe. Okay, das ist auch fein. Und ja, die Leftovers, das passt schon. Und Pack. Remoraid wurde besiegt. Kasul bekommt ein paar Pünktchen. Oh, ein Smogon. Bekommt jetzt direkt die Konfusion ab. Schön. Ein Fudge ist es. Tja. Ein paar Erfahrungspunkte und... Achso, es lümmelt herum. Okay. Ja, das ist halt der Nachteil des Pokémons hier. Das ist halt der große Nachteil. Und... Aber es ist ja zumindest jetzt futsch. Zumindest die nächste Entwicklung Muntia ist brauchbar. Competitive, wenn schon überhaupt. Mit Evolid, dann läuft das schon, das Teil. So, 70, 70. Na, nicht viel. Was hast du noch? Natürlich hast du einen Geowatz. Was denn sonst? Was denn sonst? Okay. Und da auswechseln. Auf Magneto. Bitteschön. Ich weiß, Magneto kann jetzt nicht viel machen. Aber ich kann zumindest Superschall oder Ultraschall einsetzen. Und ja. Das kann ja auch schon was, ne? Ah, klar, jetzt zu nehmen. Das war klar. Das erste Mal geht immer daneben. Und haust du dich selbst? Haust du dich selbst? Es haut sich selbst, ja. Und ich konfuse dich dann nochmal. Ah, geht halt wieder daneben. Schön. Konfusion. Und Geowatz wurde besiegt. 100 und 100. Und Kazui erreicht Level 13. Magneto 100 und passt perfekt. Ja, ihr könnt euch Gerede sparen. Ich gehe jetzt nochmal ins Pokémon Center und in den Markt. Und kaufe mir nochmal ein paar Bälle. Hä? Kann nicht sein, dass ich die alle verpulvert habe hier. Jetzt schon. Natürlich ärgerlich, wenn es so ist. Ha, ich könnte mir 8 Bälle wieder kaufen. Wie viele Potions habe ich? 4. Na komm. Warte mal, kann ich eigentlich irgendwas verkaufen? Das brauche ich eh nicht. Top Belever brauche ich auch nicht. Ist in einem Nuzlocke. Warte mal. Ja, ein Item, das die Power der normal... Oh.
Multi-Boost. Okay. Nee. Zink. Ja, gut, das verkaufe ich dann. Okay. Ja, bye. Jetzt kann ich wieder kaufen. Feucht fröhlich. Super Potions. 5-mal bitte. Das ist kein Superball zufällig hier, ne? Naja. So. Okay. Okay. Jetzt bin ich ausgerüstet. Hoffe ich zumindest, dass ich zu Recht ausgerüstet bin, denn jetzt kommt erst der Arena-Cup, vor dem ich ein bisschen Angst habe, ehrlich gesagt. Ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass ich es schaffe oder nicht. Ich werde es noch diese Folge machen, ja. Komm, ab in den Kampf. Roxanne heißt du hier, okay. Ist das nicht der eine Typ? Nee, egal. Egal, Smaragd ist ja anders als Rubin und Saphir. Okay, dann heißt du halt Roxanne hier. Du hast 3 Pokémon. Ich habe ein bisschen Angst. Was hast du zuerst? Oh. Ha. Ha. Na komm. Ich hoffe, Miss Reis kann die Hits tanken. Hyperstrahl. Ehrlich. Ehrlich. Alter. Gut, dass du ja. Schauen wir mal, ob das reicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber jetzt brauche ich die fucking Super Potion. Alter Hyperstrahl! Willst du mich denn komplett verarschen? Alter Falter! Okay, das ist dann. Du kannst. Wasserpuls! Auch noch! Also, ja. Oh. Fuck, 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 fuck. Und Miss Reis ist down. Und Miss Reis ist down. Shit. 4-0 Tor mit Wasserpuls. Hyperstrahl. Ehrlich jetzt? Das ist doch noch kein normales Moveset, das der normal lernt, oder? Ich bin komplett verwirrt. Naja, mein Tina, bitte. Knock es aus. Schade. Miss Reis verloren. Ah! Naja, mein Tina reicht Level 13. Volbeat. Kazooie? Alter, ich hoffe, es Volbeat. Wenn das schon so verrückte Attacke hat, kann kein Donnerblitz oder sonst irgendwas. Was habe ich denn hier? Alter. Kannst du denn Donnerwelle? Das finde ich nicht gut. Ich habe gedacht. Oh. Hidden Power. Okay, gut. Weil das macht mich immer ein bisschen skeptisch. Pack mal drauf ein. Sehr schön. Entschuldigung fürs Vorspulen. Ich weiß, ich sollte das nicht machen. Und. Ah, oh, gut. Es ist, glaube ich, ein Habitag. Oh, ist das ein Ibitak? Das Ibitak. Okay. Donnerschock. Bitte nicht. Boah. Nee, bitte nicht das Spiel.
Danke, dass du getroffen hast diesmal. Natürlich trägst du eine Zitrobeere, was denn sonst? Okay. Sternschau, das macht... Alter! Das macht so viel Damage. Alter, wenn du jetzt noch eine Potion einsetzt... Weiß jetzt fliegen ab. Nein, klar. Warum denn nicht? Es müsste Viertel effektiver sein. Was er jetzt macht. Bitte kill mich nicht. Gut, es ist ein Viertel effektiv. Alles klar. Level 15 war hier der Level Cap. Alter, ich kann mich gar nicht mehr drauf hin. Ich dachte, es war Level 12. Puh. Anscheinend werden die Arenen lang doch etwas schwieriger. So randomizer auch. Jetzt bin ich gewappnet. Und dieses Firnentor am Anfang. Alter. War das krass. Aber Magneto reicht Level 14. Und ja. Das war der erste Arena-Leiter. Alter. Der hat einfach Makuhita so ausgenockt wie nix. Wow. Okay. Rock. Also. Okay. Also, das randomized nicht. Okay. Ich habe jetzt aber eine Gesteinsattacke. Die gar nicht mal so schlecht ist. Ah, jetzt kommt das hier. Okay. Okay. Jetzt muss ich sowieso erstmal ins Pokémon Center mich heilen. Und. Makuhita deponieren. Miss Reis. Warum? Hyperstrahl von dem Firnentor. Warum? Warum tust du mir das an? Warum? Deathbox. Warum? Warum nur? Naja. Ich werde mal hier speichern. Und ja. Das war's dann für diesen Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Leider haben wir Miss Reis verloren. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.